wünsche mir so ein Gelee. Mach das für mich. Alles klar. Das kann ich schaffen. Gelee? Ich hab Fanta. Erstmal den Deckel öffnen. Oh, wieso ist das so schwer? Oh, so langsam klappt's. Na komm schon. Ach, doch nicht. Ah, ich hab ne Idee. Halt mal fest. Noch ein bisschen und... Nein, 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 nein. Gib mir sofort die Flasche zurück. Och, Menno. Das habe ich so viel verschüttet. Pass auf, verschluck dich nicht, Emma. Ach, ich liebe diese Fanta. Aber wir sollen ja ein Gelee machen. Da werde ich einfach Honig hinzugeben. Oh, riecht köstlich. Davon muss ich was probieren. Schmeckt einfach super. Richtig schön süß. Davon will ich mehr. Oh, kipp das in die Flasche. Ah, du hast recht. Ich soll ja das Gelee machen. Ah, bist du eine Naschkatze? So ist gut. Jetzt kann ich was da reintropfen. Moment. Na komm schon. Noch ein kleines bisschen. Oh, ich hab nichts mehr übrig. Ich muss mir was anderes überlegen. Moment, ich hab's. Wo willst du denn hin? Oh ja, genau das, was ich brauche. Ich hoffe, die Bienen haben nichts dagegen, wenn ich mir diesen Bienenstock nehme. Oh. Oh nein, bloß nicht das. Seid nicht wütend auf mich. Ich wollte doch nur ein bisschen Honig. Lasst mich in Ruhe. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Na, jetzt habe ich genug Honig. Oh, so viel davon. Schmeckt super. Na also, noch ein kleines bisschen. Ab in die Flasche. Und jetzt den Deckel schließen. Und jetzt alles gut durchschütteln. Oh, und was mache ich jetzt? Ah ja, natürlich. Ich muss diese Fanta einfrieren. Na also, jetzt heißt es abwarten. Mein Kessel ist bereit. Ich habe eine wunderschöne Spinne. Eine prächtige Kakerlake. Und ein Zweig Wermut. Und eine Zauberfeder. Eine unglaubliche Pille. Und natürlich einen kleinen Zaubertrank. Und fertig ist mein magisches Gelee. Wobei, Moment mal, ich habe die Tintenfisch-Tentakeln vergessen. Jetzt muss ich alles schön umrühren. Und fertig ist mein herrliches Gelee. Ich nehme mir Hubba Bubba. Der schmeckt richtig lecker. Wunderbar langer Kaugummi. Genau das Richtige. Das alles kommt jetzt in den Mixer. Das, was ich brauche. Jetzt schließe ich ihn und mixe alles gut durch. Jetzt brauche ich den besten Honig überhaupt. Wunderbar, genau diese Qualität brauche ich. Der kommt mit in den Mixer. Und schon habe ich wunderbares Kaugummi-Gelee. Probieren wir mal. Oh ja. Jetzt wird das vorsichtig in eine Flasche gegossen. Und jetzt mit etwas flüssigem Eis abgekühlt. Oh, schaut euch das an. Mein Gelee wird das leckerste sein. Sieht schick aus. Und außerdem gebe ich da noch ein bisschen Glitzer mit hinzu. Magischer, kühlender Glitzer. Ich glaube, mein Gelee ist fertig. Oh, was für eine riesige kalte Flasche. Schaut mal. Womit soll ich denn anfangen? Ich nehme mir diese blaue Flasche hier. Oh, wow. Ja, das schmeckt wunderbar. Was ist das denn? Eine Biene? Wie seltsam. Was soll ich jetzt probieren? Oh, diese rosa Flasche sieht toll aus. Schmeckt lecker. Wow, daraus kann ich sogar eine Kaugummiblase machen. Das ist die dritte Möglichkeit. Sieht ganz schön unappetitlich aus, aber ich probiere trotzdem was. Na, gar nicht schlecht. Ah, was ist mit mir los? Davon probiere ich nichts mehr.
Der Kaugummi hat gewonnen. Menno. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll wunderschön sein. Ich weiß, wie ich ihn zubereiten werde. Ich brauche die Hände von diesen Puppen und einen kleinen Topf. Der Topf kommt auf den Herd, da kommt Zucker rein und etwas Wasser. Alles schön umrühren. Mein Lutscher wird die beste Farbe haben. Ich meine natürlich schwarz. Oh ja, das wird auf jeden Fall gut. Jetzt kommt diese Masse in ein Glas. Und da stecke ich jetzt die Hand rein. Nach einer Weile ziehe ich die Hand wieder raus. Und fertig ist mein verbrannter Zucker. Sieht aus wie ein Ärmel von einem Abendkleid. Was soll ich denn machen? Ich nehme mir einen Löffel. Da kommt Zucker drauf. Und den werde ich ein bisschen erhitzen. Oh, das macht ja Spaß. Oh, der brennt ganz schön stark. Ich sollte was probieren. Ah, das war ganz schön heiß. Versuch das Ding abzukühlen. Du hast recht. Du kommst in die Tiefkühltruhe. Na also. Oh ja, wunderbar. In diesen roten Sirup gebe ich Zucker. Oh, herrlich. Das wird ein gutes Bonbon. Jetzt noch ein bisschen umrühren. Yeah, jetzt ist es fertig. Was für ein nettes Würstchen ich hier habe. Das muss ich ausrollen. Bellissimo. Jetzt verbinde ich die rote Wurst mit einer weißen. Und jetzt drehe ich beide zu einer Schnecke ein. Herrlich, genau das, was ich wollte. Na, wie geht's meinem Lutscher? Ich frage mich, ob er kalt geworden ist. Oh nein, der ist ein bisschen zu kalt. Ah, das hat wehgetan. Aber dafür weiß ich sicher, dass er kalt ist. Schaut euch meinen Lutscher an. Wow, die Qual der Wahl. Was ist das denn? Es riecht ganz schön eklig. Nee, das will ich nicht probieren. Das sieht ja seltsam aus. Riecht aber gut. Das ist ja Zucker. Was? Das ist doch die Hand von meiner Barbie. Wie konnte sie nur? Wow, dieser Lutscher gefällt mir. Genau so einen habe ich mir gewünscht. Oh, der schmeckt ja super. Ja, der ist am besten. Ja, habe ich doch gewusst. Ich habe auch gar nicht dran gezweifelt. Ein letzter Schliff und ich wünsche mir eine Wassermelone. Was für eine große Wassermelone, voll cool. Wie soll ich dich öffnen? Mit der Faust vielleicht? Och, Menno, wieso geht das nicht? Ich werde einfach eine Kettensäge benutzen. Gleich mache ich das. Ah, du spritzt mich doch voll. Ja, mich auch. Sei doch vorsichtig. Nein, sorry, das macht viel zu viel Spaß. Genau das, was ich wollte. Oh, das sieht ganz schön unappetitlich aus. Ich werde das um einiges besser machen. Also, ich schneide ein Stückchen raus. Das brauche ich nicht. Jetzt nehme ich mir einen Mixer und mixe das Fruchtfleisch schön durch. Und schütte es aus. Wer braucht das schon? Jetzt kippe ich Gelatine in eine Schüssel und gebe ein bisschen Wasser mit rein. Schön umrühren. Und einfärben. Und wieder umrühren. Von solchen Schüsseln brauche ich 6 Stück. Und jeder hat eine andere Farbe. Sieht ja eklig aus. Du bist eklig. Schau mal, was ich mache. Ich kipp zuerst das rote Gelee rein. Dann das orangene, das gelbe, das grüne. Alle Regenbogenfarben eine nach der anderen. Und jetzt schließe ich die Wassermelone wieder. Super. Was ist denn hier los?
Ich werde dich noch kaputt machen. Aua, mein Arm tut weh. Meine arme Hand. Oh, du tust mir leid. Ich werde dir helfen. Ah, okay, meine Hände sind gerettet. Heißt das, ich kann nicht mehr weiterschlagen? Ja, so in etwa. Schau, ich helfe dir. So einfach war das? Wieso habe ich das nicht geschafft? Tja, das will gekonnt sein. Ich brauche einen Löffel. Und... das war's auch schon. Fertig. Guten Appetit. Womit soll ich anfangen? Mit der Wassermelone. Ich hole mir ein Stückchen raus. Und probiere es. Schmeckt nach ganz normaler Wassermelone. Hä? Was ist das denn für ein Gehirn? Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Wobei... insgesamt schmeckt das halt eben wie eine Wassermelone. Und was ist das denn? Muss ich die Wassermelone etwa aufschneiden? Na okay, schauen wir mal, was da drin ist. Wow, das sieht ja toll aus. Unglaublich. Ich habe noch nie so eine Wassermelone gesehen. Das ist die beste und leckerste, die ich je probiert habe. Sie hat gewonnen. Was hast du gesagt? Nein, die Wassermelone hat gewonnen. Das ist voll unfair. Ich frage mich, was uns erwartet. So, ich bin fertig. Ich wünsche mir ein Sandwich. Alles klar. Ah, das schaffe ich ganz sicher. Wir können noch anfangen, oder? Zuerst muss ich das Brot in Form eines Sechsecks machen. Hier kommt ein Stück Käse drauf. Das schneide ich auch aus. Appetitlich. Hier kommt eine Chilischote drüber. Und ein bisschen Tabasco-Soße zum Würzen. Oh, ist das scharf. Genau das, was ich wollte. Hier kommt noch ein Stückchen Brot drauf. Und ein kleines Wurstkreuz. Jetzt muss ich die Dinger noch ein bisschen flambieren. Ist das nicht gefährlich? Na gut, ich benutze einfach einen Toaster. Da kommen meine Brotscheiben rein. Jetzt nehme ich mir diese wunderschönen bunten Streusel. So ist gut. Sieht schick aus. Da kommen noch Gummibärchen drauf und Marshmallows. Und noch ein paar Geleebohnen. Oh, das wird das beste Sandwich aller Zeiten. Oh, irgendwie kriege ich den Toaster nicht zu. Na also. Ah, das hat wehgetan. Oh ja. Die sind ganz schön heiß, aber ich bin mir sicher, die werden richtig lecker schmecken. Was macht ihr denn da, Mädels? Schaut mal her, so macht das ein echter Profi. Ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Der Turm gefällt mir. Jetzt nehme ich mir Cheetos, zerkrümel die. Tunke das Sandwich da rein. Nee, gefällt mir nicht. Ich schlage ein Ei auf, vermische Eigelb mit Eiweiß. Dippe da mein Sandwich rein. Und jetzt dippe ich es nochmal in die Krümel. Ein bisschen Öl in die Fritteuse. Das wird einfach unglaublich gut schmecken. Es wird Zeit, mein Sandwich rauszuholen. Oh ja. Na, das nenne ich doch mal ein Sandwich. Guten Appetit. Such dir was aus. Womit soll ich anfangen? Mit dem hier vielleicht. Oh, das sieht ja appetitlich aus. Wow, einfach richtig köstlich. Zu schade, dass das Sandwich so klein war. Was ist das denn? Sieht ja seltsam aus. Richtig schön bunt. Schmeckt lecker, da sind Bonbons drin. Und was ist das? Oh, sieht ganz schön eklig aus. Muss ich das etwa probieren? Mann! Ist das scharf? Helft mir!
Ich brauche ein bisschen Wasser. Oh, oder ein leckeres Sandwich. Das war das Beste. Yeah, ich habe gewonnen. Oho, wir haben hier so viele Zutaten. Also, ich wünsche mir Popcorn. Ah, das verstehe ich. Okay, Schatz, das ist ganz einfach. Zuerst muss ich den Mais kochen. Daraus mache ich tolles Popcorn. Hä? Wieso überhaupt irgendetwas kochen? Es gibt doch Körner. Die schütte ich einfach auf den Teller. Und dann erhitze ich sie mit einem Föhn. Oh, rettet die Oma. Wer hat dieses Spielzeug nur erfunden? Du hättest meine Brille fast zerbrochen. Gib das her. Oh, ich glaube, da steckt was in meinen Ohren. Tut mir leid, Oma. Was soll ich mir ausdenken? Ich hab's. Ich mache einfach Popcorn in einem Waffeleisen. Und dann gebe ich noch ein bisschen Nutella hinzu. Die Kleine wird das lieben. Diese Körner wurden von mir persönlich geerntet, also kann ich sie verwenden. Das Popcorn des Chefkochs wird alle Erwartungen übertreffen. Sie gibt ein paar Skittles und ein paar Marshmallows hinzu, packt das alles in Alufolie und erhitzt es mit einem Gasbrenner. Aber bitte nicht nachmachen. Unser Popcorn ist fertig. Schauen wir mal. Oh ja, das ist einfach perfekt geworden. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Genau das Richtige. Die Kleine wird das lieben. La la la. Oh, mein Mais ist fertig. Ich hole ihn raus. Wunderbar. Der Mais kommt auf den Teller. Und jetzt schmier ich noch ein bisschen Butter drüber. Oh, was für ein guter Geruch. Da habe ich selber Lust bekommen. Was riecht denn da so schlimm? Oh nein. Was für eine Katastrophe. Hey, Enkelkind. Was ist los? Mein Waffeleisen. Oh Mann, ist etwa alles verbrannt? Oh, was soll ich jetzt machen? Oh, das stinkt aber. Guten Appetit, meine Kleine. Ja. Oh, wie cool. Hä, was ist das denn für ein Stück Kohle? Ist das überhaupt essbar? Was für ein Albtraum. Was ist das? Das ist einfach nur Mais. Okay, probiere ich mal. Nee, ich wollte doch Popcorn. Oh, dieser Eimer sieht ja cool aus. Ich kann sogar diese Zange benutzen, um meine Finger nicht dreckig zu machen. Oh, sind das etwa Marshmallows? Ach du meine Güte, das schmeckt einfach perfekt. Chefkoch, du hast gewonnen. Ich mag dein Popcorn. Oh, das ist ja süß. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh. Nicht anfassen, das ist für die Kleine. Macht mir jetzt ein paar Cake Pops. Was? Okay, kann ich probieren. Oh je. Das ist doch nicht unbedingt eine Menge Arbeit. Ich nehme mir einfach ein paar Oreo-Kekse. Oh je. Ach du meine Güte. Ah. Oh, das war's. Also, die Kekse habe ich zerbröselt. Jetzt gebe ich meine Lieblings-Nutella hinzu. Und vermische alles. Daraus mache ich fantastische kleine Bälle. Ja, das mache ich voll cool. Achtung, hier kommt Wolverine. Ja, scheint fertig zu sein. Ah ja, da gebe ich noch ein bisschen Erdbeersirup drüber. Das macht meine Cake Pops noch süßer. Oh, und noch ein paar bunte Streusel. Ist ein bisschen daneben gegangen, aber das wird schon. Tada! Oh, das hast du ja gut gemacht. Ich mache mich auch an die Arbeit. Ich schütte etwas Mehl hier in die Schüssel. Jetzt gieße ich ein bisschen frische Milch hinein und zerschlage zwei Eier.
alle schön verrühren mit einem Schneebesen und fertig ist mein Teig. Schmeckte gut. Jetzt packe ich den Teig in die Formen und schieb sie in den Ofen. Für solche Gelegenheiten habe ich immer einen Schokokuchen parat. Ich muss ihn nur in Stücke zerreißen und dann in den Mixer zu kleinen Schokosplittern verarbeiten. Einfach anwerfen. So ist perfekt. Das kommt alles in eine Schüssel. Und jetzt füge ich Kondensmilch hinzu. Daraus knete ich mir einen Teig zusammen. Das mache ich natürlich selbstständig mit meinen eigenen Händen. Ich brauche eine perfekte, runde Form. Diese Kügelchen kommen auf ein Brett. Weg mit den Handschuhen. Oh, ich liebe diese bunte Schokolade. Fangen wir mit der gelben an. Ich muss sie erstmal schmelzen lassen. Ja, diese Konsistenz ist gut. Jetzt kann ich meinen Cake Pop gelb färben. Sieht wunderbar aus. Jetzt kommen da noch ein paar Ohren hinzu. Und voilà. Meine Kuchenbällchen sind auch schon fertig. Was für ein süßer Duft. Da kommt jetzt etwas Schlagsahne obendrauf. Und darüber noch ein paar Marshmallows. Aber zuerst schneide ich sie in kleine Stücke. So. Und schon habe ich eine kleine Blume daraus gemacht. Sieht doch schön aus. Oh, das ist ein passender Blumentopf. Genau das, was mein Baby braucht. Hey, was soll ich denn mit der Blume anfangen? Ach, dieser grüne Spieß passt perfekt. Ach, wie siehst du denn aus? Fertig ist meine erste Blume. Ich werde meine Portion auch auf eine bestimmte Weise servieren. Da wird sich die Kleine freuen. Voll cool. Womit soll ich anfangen? Das sieht aus wie ein Cake Pop. Probieren wir mal. Schmeckt ganz schön gut. Dankeschön, Bruderherz. Oh, was für süße Blumen. Da hat sich die Oma aber Mühe gegeben. Probieren wir mal. Schmeckt richtig toll. Ich liebe diese Blumenblätter. Wo sind die Cake Pops? Seltsam. Oh, wow. Das sind ja meine Lieblings-Pokémons. Das ist ja Pikachu. Wie toll. Probieren wir mal. Schmeckt auch nicht schlecht. Na, die Qual der Wahl. Ach, die Blumen oder die Pokémons? Da fragst du noch. Natürlich ist Pikachu cooler. Das sind doch die Blumen von der Oma. Du hast recht, Oma. Du hast gewonnen. Oh, vielen Dank, mein Schatz. Na, was machen wir in der nächsten Runde? Ich wünsche mir so ein Wrap. Ah, ich kann nichts sehen. Ah, alles klar. Zuerst mache ich den Teig. Ach, wo ist denn mein Mehl? Oh, bloß nicht das. Ich kann nichts sehen. Oh je, viel zu viel Mehl. Wie auch immer, das Mehl ist in der Schüssel. Jetzt gebe ich da ein bisschen Milch mit hinzu. Ein paar Eier. Und jetzt alles schön mit einem Schneebesen umrühren. Wunderbar. Jetzt gebe ich den Teig auf die Pfanne. Und brate es. Nicht vergessen umzudrehen. So, mein Fladenbrot ist fertig. Riecht super. Jetzt kommen da Salatblätter rein, Tomaten, Gurken, ein bisschen Brokkoli. Jetzt alles einwickeln. Hey,
Was ist denn hier los? Wieso hörst du nicht auf mich? Was soll das? Ich habe eine Idee. Ich benutze einfach diese Paprika. Die wird meinen Wrap halten. Wunderbar. Ist das etwa Fleisch? Das ist Gemüse. Nee, das werde ich sicher nicht anfassen. Ich muss mir das überlegen. Gut, dass ich Hubba Bubba in der Tasche hatte. Ich benutze einfach Kaugummi statt den Teig. Einfach mal ausrollen. Na, gefällt euch das? Und als Füllung benutze ich Twix und Marshmallows und natürlich ein paar Skittles. Ich hätte ja fast die Sahne vergessen. Je mehr, desto besser. Also mein Filet ist in perfekte Scheiben geschnitten. Jetzt brate ich diese Stücke. Aber ich mache es natürlich nicht auf die klassische Art und Weise. Nein, ich werde einfach das Fleisch anzünden. In der Haute Cuisine nennt man das Flambieren. Das verleiht dem Fleisch einen rauchigen Beigeschmack. Ach du meine Güte, wir brennen! Keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle. Also, das Fleisch ist fertig. Jetzt lege ich es auf mein Fladenbrot mit ein bisschen Gemüse und Soße. Perfekt. Wow, das ging ja schnell. Kind, guten Appetit. So, womit soll ich anfangen? Mit dem Ding der Oma. Das riecht nach Gemüse. Ist da etwa nichts außer Gemüse drin? Ist ja langweilig. Was hat mir die Chefköchin zubereitet? Oh, das riecht ja gut. Schmeckt auch viel besser. Gefällt mir. Ups, alles ist auseinandergefallen. Naja. Oh, wow. Dieser Wrap von meinem Bruder sieht ja perfekt aus. Wunderschön. Probier mir mal. Das ist einfach unglaublich gut. Du hast natürlich gewonnen. Lecker. Was? Ich habe gewonnen? Unglaublich! Also, ich wünsche mir einen Regenbogenkuchen. Süß und herzhaft. Oh, das wird knifflig. Obwohl, das wird doch ganz einfach. Super! Also, ich werde einen richtig coolen Kuchen machen. Erstmal brauche ich Gelatine, die ich mit Wasser auflöse. Und jetzt alles schön umrühren. Ist ja interessant. Jetzt brauche ich ein paar Gläser. Und dafür sind sie gedacht. Ich werde die Flüssigkeit in die Gläser gießen. Und jetzt etwas Farbstoff hinzufügen. Hier kommt Rot rein. Hier Orange. Dann kommt Gelb. Dann Grün. Blau und Lila. Na, was ist das denn für Blödsinn? Ich werde meinen Kuchen aus Obst machen. Zuerst nehme ich mir einen Apfel. Der ist lecker und enthält Vitamin C. Jetzt muss ich das Innere auslöffeln. Das war's. Oh, wow. Ich nehme mir einfach einen fertigen Kuchen und etwas Schlagsahne. So eine Art Zebrakuchen. Dunkle Kuchen und weiße Sahne. Und damit das alles noch ein bisschen wie ein Regenbogen aussieht, gebe ich ein paar wunderbare bunte Streusel obendrauf. Ich werde jetzt ganz professionell vorgehen. Ich werde alle Farben nacheinander in dieses Aquarium schütten. Jetzt einmal umdrehen. Und fertig ist mein wunderbarer regenbogenfarbener quadratischer Kuchen. Jetzt geht's an die Dekoration. Dafür nehme ich mir verschiedenfarbige Schokolade. Die schneide ich in kleine Stücke und jetzt werde ich sie schmelzen lassen. Dabei wird mir diese Mikrowelle hier helfen.
Ich stelle gleich mehrere Schüsseln rein, um keine Zeit zu verlieren. Das wird lecker und wunderschön. Ich bin fast fertig. Oh, wow. Was für eine tolle Torte. Das wabbelt ja voll lustig. Es wird Zeit für ein Experiment. Oh, wow. Springt ja wie ein Flummi. Hey, was machst du denn da? Lass das. Ach, komm schon. Dieser Kuchen springt voll lustig. Ups, was ist denn hier passiert? Oh nein, dieser Wabbelkuchen hat meine Torte kaputt gemacht. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Ich habe nichts mehr übrig. Ist so voll blöd. Vielleicht kann ich das alles noch irgendwie zusammenwappen. Also, meine Schokolade ist fertig. Jetzt mache ich die Kuchendekoration und dafür brauche ich einen einfachen Poppet. Da kommt jetzt die Schokolade rein. Und jetzt abwarten, bis die Schokolade wieder hart geworden ist. In der Zwischenzeit gebe ich etwas weiße Creme über meine Torte. Das sollte reichen. Aber schließlich soll das ja eine gleichmäßige Schicht sein. Deshalb benutze ich einen professionellen Spachtel. So, mein Apfel ist fertig. Sieht schon richtig appetitlich aus. Jetzt nehme ich mir Marmelade. Was wäre ein Kuchen ohne leckere Beerenmarmelade? Den ganzen Sommer über habe ich die Beeren mit meinen Enkelkindern gepflückt und daraus Marmelade gemacht. Nach meinem alten Rezept. Ich fülle den Apfel und gebe den Deckel wieder drauf. Einmal durchspießen. Schau doch nur, wie hübsch das aussieht. Ach ja, natürlich, hier fehlt noch was. Ich kippe etwas Zucker in einen Topf. Da kommt noch ein bisschen Wasser rein. Und jetzt schön umrühren und erhitzen. Ach ja, übrigens, ein bisschen Lebensmittelfarbe könnte ich gebrauchen. Oh, was für eine wunderschöne Farbe. Das ist mein selbstgemachtes Karamell. Da kommt jetzt mein Apfel rein. Jetzt vorsichtig rausnehmen. Und fertig ist mein Apfelkuchen. Ich bin ein echtes Genie der abstrakten Kunst. Hier fehlen eindeutig noch ein paar Glotzer. Und ein paar Zähne. Das sind natürlich Gummibärchen. Sieht wohl lustig aus. Ich hoffe, das wird dem Kleinen gefallen. Ich werde noch ein paar schöne Dekorationen in Form von bunten Kreisen haben. Fertig ist mein kulinarisches Meisterwerk. Ein Tortenpoppet. Wow. Oh, wow, das sieht ja richtig toll aus. Ist das auch essbar? Riecht nicht schlecht, probieren wir mal. Schmeckt lecker. Ich nehme mir mal ein ganzes Stückchen davon. Gefällt mir gut. Oh, was für ein interessanter Apfel. Ah, der klebt am Teller fest. Sieht ganz schön appetitlich aus. Schmeckt ja mega lecker. Gefällt mir total. Dankeschön, Oma. Und die letzte Kandidatin ist diese Torte hier. Oh, wow. Da ist ja auch noch Gelee drin. Mega lecker. Diese Torte hat eindeutig gewonnen. Ach, vielen Dank. Das war doch klar. Jetzt wünsche ich mir ein Happy Meal. So eins. Kann ich machen. Da sind doch keine Vitamine drin. Das ist doch ganz einfach. Ich muss einfach ein Happy Meal bestellen. Also, für mein Gericht fange ich mit einem hausgemachten Burger an. Ich nehme mir etwas Fleisch und schneide es in Stücke. Das kommt jetzt in den Fleischwolf. Ich mache meine Frikadelle selber. Ich bin doch schließlich ein Chefkoch. Okay, das Hackfleisch ist fertig. Jetzt kommt es in die richtige Form. Ich mache eine Mega-Frikadelle. Der Junge wird begeistert sein.
Also, mein Burger hat die perfekte Form. Jetzt muss ich ihn nur noch grillen. Aber zuerst muss ich den Grill anzünden. Dafür benutze ich spezielle Streichhölzer. Wunderbar. Jetzt kann ich meine Frikadelle grillen. Ja, damit kann man einen ganzen Kindergarten füttern. Oh, schon wieder ist sie am Angeben. Ich benutze nur gutes, frisches Gemüse. Die haben schön viele Vitamine. Zum Beispiel Tomaten und Gurken und Paprika. Also, mein Gemüse ist fertig geschnitten. Jetzt muss ich daraus nur noch einen Burger machen. Schaut doch nur, wie hübsch das aussieht. Richtig appetitlich. Aber das ist noch nicht alles. Ich nehme jetzt eine Karotte und mache daraus ein paar Karottenpommes. Und jetzt kommt das alles in einen wunderschönen Korb. Sieht gut aus, aber irgendetwas fehlt hier noch. Ah, ich hab's. Ich muss noch schnell ein kleines Häschen für meinen kleinen Enkel stricken. In jedem Happy Meal gibt's ja schließlich auch Spielzeug. Oh, wieso machst du das so kompliziert? Wer hat hier ein Happy Meal bestellt? Oh, ich falle! Ach, war wohl nichts. Hier, bitte sehr, Ihre Bestellung. Oh, wieso sieht das alles so aus? Das ist so schlimm. Soll ich das etwa selber wieder zusammenbauen? Was soll das? Ich muss mir sofort etwas überlegen. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe die Waffeln ja ganz vergessen. Also, ich nehme mir Waffeln, gebe da ein bisschen Schlagsahne drüber, jetzt ein paar Gummibärchen, Schokolade, wieder ein bisschen Schlagsahne, ein bisschen Erdbeersirup und wieder eine Waffel. Haha, und statt den Pommes benutze ich einfach diese Lutscher hier. Na also, sieht doch toll aus. Was für ein Burger. Und außerdem brauche ich noch ein Spielzeug. So ein Pokéball zum Beispiel. Der kommt hier rein und fertig sind wir. Also, mein Riesenburger ist schon fast fertig. Jetzt brauche ich ein Riesenbrötchen, eine ganze Menge Ketchup, jetzt ein paar Essiggurken, ein paar Tomaten, Salatblätter, den Burger, Käse und wieder das Brötchen. Aber mit dem Burger allein ist es nicht getan. Ich brauche noch ein paar Kartoffeln. Die muss ich schälen. Und mit so einem extra Ding mache ich unglaubliche Kartoffelspiralen. Die werden um einiges besser aussehen als klassische Pommes. Ab in die Fritteuse. Und aus der Fritteuse in die Packung. Ich glaube, mein Happy Meal hat 5 Michelin-Sterne verdient. Was ist das denn? Man kann eben nie genug von gutem, leckerem Essen haben. Hier kommt noch mein Burger rein. Und das Spielzeug nicht vergessen. Jetzt sind wir fertig. Wow! Das sieht unglaublich cool aus. Was für ein interessantes Happy Meal. Diese Karotten sind eklig. Was ist das denn für ein komischer Burger? Probieren wir mal. Das ist ja nichts außer Gemüse. Oh, der Hase ist süß. Was ist in diesem gigantischen Paket drin? Oh, wow, was für eine Portion. Diese Pommes sind einfach genial. Was ist da noch drin? Wow, ein mega großer Burger. Der muss sicher richtig lecker sein. Oh ja, genau so ist es. Ich liebe es. Wow, was für ein tolles Spielzeug. Das läuft ja von selber. Das ist ein Hasenroboter. Voll toll.
Bist du süß? Das letzte Paket ist ja fast vergessen. Mal sehen. Oh wow, das sind ja Lutscher. Ich liebe die Dinger. Und was ist mit dem Burger? Wow. Oh wow, so einen Burger habe ich ja noch nie gesehen. Das ist Schlagsahne und Schokolade und Gummibärchen. Und was für ein Spielzeug erwartet mich? Das ist ja ein Pokéball. Wie cool ist das denn? Ich werfe ihn mal hoch. Pika, Pika! Oh, nicht der Pikachu. Meine Schwester hat gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ich liebe es. Diesmal wünsche ich mir Nutella. Ach, damit kann ich umgehen. Schokoladenpaste mit Nüssen. Kein Problem. Ich werde mit meinem professionellen Rezept arbeiten. Dafür brauche ich erstklassige Kakaobohnen. Die riechen gut. Daraus mache ich eine unvergessliche Nussschokoladenpaste. Die Kakaobohnen kommen hier rein. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und einschalten. Ich lasse die Maschine die Kakaobohnen zu Pulver zermahlen. Jetzt mache ich mich an die Nüsse. Erstmal schälen. Das mache ich schnell und professionell. Diese Menge sollte reichen. Jetzt kommen die Nüsse mit rein in den Zermahler. Ach, warum so eine Mühe sich machen? Man kann doch einfach ein Glas Nutella öffnen und einen Löffel reinstecken. Das sieht so appetitlich aus. Muss ich probieren? Oh, was für ein unglaublicher Geschmack. Na, einen Löffel kann ich doch essen, oder? Isst du nur mein kleines? Ich muss so lange diese Nüsse hier knacken. Das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ich werde einfach mein Gebiss dafür benutzen. Na, seht ihr? Das klappt doch schon mal gut. Hier kommt auch schon die erste Nuss. Und die letzte. Ganz schön hartnäckig. Aua, das hat wehgetan. Sei doch vorsichtiger, Oma. Oh nein, ich glaube, ich habe das ganze Glas aufgegessen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach eine Tafel Schokolade und lege sie in einen Wasserkocher. Da kommt jetzt Milch rein. Und gleich kriegen wir eine unglaubliche Schokopaste. In dieser Challenge ist niemand so gut wie ich. Meine Paste ist auch nicht im Supermarkt gekauft. Nein, die habe ich selber gemacht. Aus echten Nüssen und echten Kakaobohnen. Die kommt hier rein. Schmeckt unglaublich lecker. Also mein Gebiss hat mir geholfen und jetzt wird's Zeit, dass ich die Nüsse mit einem Hammer zerschlage. So ist gut. Ich bin ganz schön müde. Jetzt kommen die Nüsse in dieses Glas. Jetzt brauche ich frische Butter. Ich liebe natürliche Lebensmittel. Da kommt ein Stück rein. Und jetzt schön umrühren. Och, was ist das denn? Das hier nennt man Nussschokoladenpaste. Und ich bin fast fertig. Ich bin auch fast fertig. Hier fehlt nur noch die braune Farbe. Dafür benutze ich einfach Kakaopulver und ein bisschen Milch. Na, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Probieren wir mal. Ich liebe es. Jetzt muss ich mein Glas nur noch auf die klassische Weise verpacken. Dieser Stoffdeckel hier wird der Natur nicht schaden. Dasselbe gilt auch fürs Seil. Ah, was ist das denn? Nicht schlecht. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ach, ich kann das nicht stoppen.
Das spritzt ja total. Ach, wo ist die Steckdose? Wir müssen die Steckdose finden. Na also. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind fertig. Guten Appetit. Wow, das sieht alles so köstlich aus. Also alles außer dem hier. Probieren wir mal. Sieht interessant aus. Schmeckt aber nicht schlecht. Das ist ja heiße Schokolade. Gefällt mir. Das ist sicher eine Dose von meiner Oma. Probieren wir mal. Sieht schon mal appetitlich aus. Und wie schmeckt's? Mit Liebe gemacht. Und was ist das? Das ist ein kleines Schokofondue. Ich nehme mir einfach ein Marshmallow und tunk es rein. Ah, das ist mega heiß. Ah, viel zu heiß. Das kann ich doch nicht essen. Nein, vielen Dank. Oma, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Oh, danke, mein Enkelkind. Also, ich schlage vor, wir beginnen mit was wirklich Leckerem. Mit einem Cocktail zum Beispiel. Gleich mache ich für Kate einen Mega-Cocktail. Also, es wird Zeit, in mein geheimes Rezeptbuch reinzuschauen. Gut, dass ich es immer mit habe. Also, für diesen Cocktail brauchen wir Würmer, dann noch ein paar Kakerlaken und natürlich grünen Schleim. Schön viel davon. Oh, das sieht ja schon richtig eklig aus. Aber das war noch nicht alles. Da kommt noch ein verfaulter Fisch rein. Und das Skelett werfen wir weg. Jetzt alles schön umrühren. Oh, das ist ja mega eklig. Ich muss mir auch was überlegen. Moment, ich hab's. Ich kombiniere einfach alle Lieblingsgetränke von Kate. Wie wär's mit Sprite, Fanta und Cola? Genau das, was ich brauche. Alles öffnen. Und vermischen. Gut, dass ich all das in meinem Mini-Kühlschrank mit hatte. Die sind so schön kalt. Schmeckt mega lecker. Ups, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber der Cocktail schmeckt gut. Hier kommt noch ein Strohhalm rein. Ach, ihr habt doch echt keine Ahnung, wie man Cocktails zubereitet. Ich zeig's euch. Jeder normale Milkshake braucht natürlich Eis. Die Eiscreme vermische ich mit Lebensmittelfarbe. Daraus mache ich einen richtigen Regenbogen. Wir sind fast fertig. Da kommt jetzt noch Schlagsahne obendrauf und natürlich einen Schokoladenregenbogen. Erstmal mahlen und dann aushärten lassen. Ich bin mir sicher, das wird perfekt aussehen. Hier fehlen nur noch ein paar Streusel und die Strohhalme. Wir sind fertig. Wow, so eine große Auswahl. Ich fange einfach mit dem hier an. Sieht ganz einfach aus. Schmeckt richtig lecker. Als würde ich all meine Lieblingsgetränke gleichzeitig trinken. Mal sehen, was mich hier erwartet. Was ist denn hier los? Spürt ihr das auch? Was für ein seltsamer Effekt. Ja, also das hat gar nicht geschmeckt. Na, probieren wir mal das, was mir der Chefkoch vorbereitet hat. Ein Regenbogencocktail sieht ja toll aus. Schmeckt einfach unglaublich. Und dieser Regenbogen ist einfach perfekt. Also, du hast auf jeden Fall gewonnen. Oh, wirklich? Vielen Dank, Kate. Hab ich doch gewusst. Jetzt wünsche ich mir, dass ihr mir einen großen Burger macht. Ach, das ist doch ganz einfach. Ich muss einfach mit der Bulette anfangen. Die brate ich schön. Aber nicht übertreiben, die Bulette soll ja schließlich noch saftig bleiben. Hä? Wednesday, wozu brauchst du denn einen Brenner? Ich habe eben meine eigene Art, meine Bulette zu braten. Wozu denn all diese Mühe? Es gibt doch einen Toaster. Ich steck meine Bulette einfach in den Toaster. So einfach ist das.
Oh Mann, der Chefkoch macht sich bereits ans Gemüse. Natürlich. Ich will ja schließlich einen saftigen Burger bekommen und dafür brauche ich genug Gemüse. Also, jetzt wird's Zeit. Brötchen, Ketchup mit Mayo, Boulette, Käse, Salatblatt, Zwiebelringe, Gurken, eine Tomate und das Brötchen. Aber das war noch nicht alles. Obendrauf kommt noch etwas Käsesoße. So schmeckt der Burger gleich viel besser. Oh, bravo, das sieht super aus. Ach, ich bitte dich, das ist doch so banal. Was ich hier mache, verdient tatsächlich höchsten Lob. Das Rezept ist fast genau dasselbe, aber mein Burger sieht um einiges interessanter aus. Habt ihr jemals so einen Spinnenburger gesehen? Wow! Hä? Wieso riecht das denn so verbrannt? Oh nein, meine Bulette! Oh, jetzt muss ich sie noch fangen! Mist! Also, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Aber das macht nichts. Ich muss einfach genug Gemüse hinzugeben. Eine Tomate zu schneiden ist doch viel zu langweilig. Ich zerquetsche sie einfach. Hier kommt noch Käse drauf. Und ein Toastbrot. Fertig sind wir. Moment, ein Burger muss ja schließlich rund sein. Meiner ist quadratisch, also muss ich noch die Ränder abbeißen. Tada! Guten Appetit! Ich weiß ja gar nicht, womit ich anfangen soll. Wednesday, du hast mal wieder was Gruseliges gemacht. Hey, Betty, also von dir habe ich sowas sicher nicht erwartet. Das werde ich noch nicht einmal probieren. Die Spinne lasse ich auch erstmal beiseite. Wie soll ich denn diesen Burger anfassen? Nicht schlecht. Aber eben ganz normal und banal. Und was haben wir da? Oh nein, diese Spinne bewegt sich ja. Jetzt bleib mal stehen. Mir entkommst du nicht. Ich werde dich nämlich aufessen. Mann, das schmeckt ja richtig lecker. Das hat mir gefallen. Ja, ich wusste doch, dass ich gewinnen würde. Diesmal wünsche ich mir einen Kuchen. Ich hoffe, das schafft ihr. Versuchen wir es mal. Hey, eiskaltes Händchen, ich werde deine Hilfe gebrauchen. Knet mir bitte den Teig. Ja, okay. Du hast dein Bestes gegeben. Ich benutze einfach ein Nudelholz. Und jetzt wird's Zeit, dem Teig die gewünschte Form zu verpassen. Bleib mal schön liegen. Sieht jetzt schon gut aus. Und jetzt wird's Zeit, die Hände mit leckerem Erdbeersirup voll zu pumpen. Sieht richtig aus wie Blut. Ja, das ist ja voll furchtbar. Sowas würde ich nicht essen. Warum nicht? Das sind doch einfach nur essbare Hände. Also ich finde, das sieht lecker aus. Es wird Zeit, dass ich meinen Kuchen in den Ofen bringe. Mal sehen, was Kate dazu sagen wird. Also ich werde meinen Kuchen nach einem eher klassischen Rezept machen. Der Anfang ist ziemlich derselbe wie beim Milkshake-Rezept. Etwas Eis einfärben und gut durchrühren. Das mache ich so mit mehreren Portionen in mehreren Farben. Alles soll schön bunt sein. Die entstandene Mischung muss jetzt noch ein bisschen geschmolzen werden, damit sie nicht so dickflüssig ist. Und als nächstes kommt jetzt alles auf den Tortenboden. Eine farbige Schicht nach der anderen. Und zum Schluss kommt noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein paar bunte Streusel, um die Torte noch bunter zu machen. Meine Eistorte ist fertig. Also meine handgemachte Torte, ha, das ist ja voll lustig, ist fertig. Hier fehlen nur noch ein paar Nussnägel. Aha, in diesem Rezept ist alles ganz schön detailliert beschrieben. Ich glaube, ich habe eine Chance zu gewinnen. Zuerst muss ich den Teig machen. Dazu brauche ich Mehl, Zucker, Eier und ein bisschen Salz. Und jetzt alles mit dem Mixer aufschlagen.
Aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Also benutze ich einfach meine Hände. Wir sind fertig. Und was machen wir weiter? Aha, jetzt brauche ich Marmelade. Oh, ich liebe diese Erdbeermarmelade. Hey, du gruseliger Arm, was willst du denn hier? Wegen dir sehe ich das Rezept nicht. Ah, alles klar. Jetzt kommt mein Kuchen in den Ofen. Das wird sicher mega lecker sein. Also werde ich auch gewinnen. Vielleicht sollte ich sogar Chefkoch werden. Schließlich habe ich Talent dazu. Hm? Was riecht denn hier so komisch? Na, wie auch immer. Gut, dass ich hier bin, sonst hätte ich so einen Spaß verpasst. Hier ist mein Kuchen. Er ist ein bisschen explodiert. Betty, was ist das denn? Diese Holzkohle werde ich sicher nicht probieren. Diese Torte sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Oh, richtig schön sanft. Und sieht wie ein echter Regenbogen aus. Oh, schön kalt. Das ist ja eine Eiscreme. Also, dieser Kuchen gefällt mir gut. Wednesday hat schon wieder was Seltsames gemacht. Ich hoffe, dass das wenigstens essbar ist. Mann, ist das lecker. Der schmeckt ja wie so ein Kuchen von McDonald's. Wednesday, du gewinnst in der Runde. Ah, weil ich nun mal die Coolste bin, nicht wahr? Na, was sollen wir denn tun, Enkelin? Ich möchte ein Hähnchenbein. Ach, das ist keine große Sache. Woraus macht man denn das? Na, aus was denn wohl? Aus einem Hähnchen. Ach, ich werde ihr ein ganzes Hühnchen machen. Das wird ihr gefallen. Dann kann sie sich einfach eine Hühnerkeule abreißen. Das ist schön gesund. Das Geheimnis besteht darin, dass ich noch schmackhaftes Gemüse mit reingeben muss. Ich muss zuerst alles waschen und dann in Stücke schneiden. Große Stücke machen den Mund glücklich. Und jetzt kommt der verantwortungsvollste Teil. Ich muss das alles nämlich ins Hähnchen reinstecken. Und noch ein paar Kartoffeln drumherum legen. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Und jetzt lassen wir das alles im Ofen garen. Nee, das gefällt mir nicht. Aber ich mag die KFC-Hühnchen. Ich mache die einfach ein bisschen anders. Dafür brauche ich Doritos und etwas Tabasco. Also, fertig ist mein Paniermehl. Jetzt muss ich die Hähnchenkeule einfach drin panieren. Jetzt kommt dieses Hähnchen. Oh, was ist denn hier los? Bevor man ein Huhn kochen kann, muss man es gut durchklopfen. Man muss so richtig gut zuschlagen, damit es saftig und weich wird. Jetzt gebe ich etwas Öl auf die Bratpfanne und brate das Filet. Von allen Seiten. Oh, das gefällt mir ja schon gut. Na, das werden wir noch sehen. Oh, das riecht ja schon wunderbar. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Hier fehlt noch etwas Öl. Na, gefällt euch das? Mann, riecht ja toll. Ich will was abbeißen. Nein, auf keinen Fall. Das ist für meine Enkelin. Kümmer dich um dein Huhn. Ja, ich mach ja schon. Ich muss diese Hähnchenbeine nur noch in den Ofen stecken. Ah, das ist ja mega scharf. Tja, du hast eben zu viel Tabasco da reingefügt. Ah, die Dinger sind schon fertig. Ich brauche die noch nicht einmal in den Ofen zu stecken. Einfach in den KFC-Eimer und fertig sind wir. Ich bin auch schon bereit. Hier fehlen nur noch ein paar letzte Handgriffe, damit das Gericht auch gut aussieht. Na, sieht doch edel aus, oder? Bon Appetit. Ja, ja, von wegen. Bitte sehr, Enkelin. Oh, was für unterschiedliche Gerichte. Womit soll ich beginnen? Ich fange mit diesem Hähnchenfilet an. Da ist sogar eine Soße drauf. Riecht gut. Ja, was soll ich sagen? Das ist voll lecker. Gefällt mir.
Und als nächstes probiere ich... Oh, die KFC-Hühnchenbeine. Hm, sind die direkt aus KFC? Oh Mann, die sind ja ganz schön würzig. Was soll ich denn jetzt tun? Das ist ja furchtbar. Ich muss sofort was anderes essen. Oh, jetzt geht's mir besser. Hm, dieses Hühnchen schmeckt voll lecker. Ich glaube, das hat gewonnen. Das ist so richtig schön saftig. Ja, die Oma hat gewonnen. Habt ihr das gesehen? Das ist eben meine Enkelin. Na, womit werde ich jetzt meine Enkelin füttern? Ich wünsche mir Eiscreme. Und zwar mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Könnt ihr das? Eiscreme? Wie soll ich denn das machen? Ich schau mal im Internet nach. Ich schaue im Buch nach. Ach, Kinder, Kinder. Ich zeig euch, wie das geht. Um verschiedene Eisgeschmäcker zu machen, muss man eben verschiedene Geschmacksrichtungen hinzufügen. Aber wir fangen natürlich mit der Sahne an. Hier kommt erstmal die Erdbeere rein. Unsere nächste Geschmacksrichtung wird Kiwi. Schön grün. Und hier kommen ein paar Blaubeeren rein. Und schon wird unser Eis blau. Wunderschön. Ich glaube, ich habe kein Eisrezept. Ich dachte, ich wusste alles. Ah, tatsächlich. Mir ist was eingefallen. Ich habe ja schließlich ein paar Eisformen. Da muss ich die Beeren reinlegen, dann etwas Milch drüber gießen. So, und hier kommt noch jeweils ein Stäbchen rein. Jetzt kommt das alles ins Tiefkühlfach. Oh, genauer gesagt müssen wir warten, bis die Milch hart wird. Aber lange werden wir nicht warten müssen. Das wird es wert sein. Ha, ich hab's endlich gefunden. Das ist ein praktisches und ganz einfaches Rezept auf TikTok. Ich habe auch alles, was ich dafür brauche. Übrigens, ich habe herausgefunden, wie ich mein Eis noch besser machen kann. Ich brauche einfach einen Beutel, da gebe ich M&M's, Bonbons rein und etwas Milch. Jetzt schließe ich den Beutel und lege den Beutel in einen anderen Beutel mit ein paar Eiswürfeln. Jetzt muss ich das alles schließen und gut durchschütteln. Ha, hört sich wie Musik an. Was ist das denn für ein Geräusch? Na, ich habe hier ein TikTok-Rezept gefunden. Ach, blöde Jane. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an mein Eis. Ich habe eh die besseren Chancen zu gewinnen. Jetzt muss ich noch ein Stück Trockeneis zerkleinern. Ich mag diesen Dampf. Oh, was ist denn hier los? Wieso ist es so kalt? Das ist ja diese Haute Cuisine hier. Ja, ganz genau. Ich benutze nämlich nur Rezepte aus Haute Cuisine. Ich bin auch schon fast fertig. Wie ich schon gesagt habe, ich habe Eis in jede Schüssel gegeben. Und schon hat die Sahne sich schön cremig gemacht. Jetzt muss ich mein Eis nur noch servieren. Wie wär's dann mit ein paar frischen Erdbeeren? Und ein paar frischen Streuseln? Und natürlich darf etwas Sirup nicht fehlen. Erledigt. Ja, mein Eis ist auch schon fertig. Ist zwar keine Haute Cuisine, aber wird meiner Enkelin gefallen. Ich frag mich, ob das funktioniert hat. Ja, ganz genau. Super, jetzt können wir das alles probieren. Wow, sieht ja toll aus. Was ist das denn? Soll ich das aus der Tüte essen? Na gut, probieren wir mal. Sieht so lala aus. Schmeckt aber ziemlich gut. Was für ein seltsames Eis. Ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist doch bloß Eis mit Erdbeeren. Gar nicht süß. Oh, na endlich habe ich richtiges Eis bekommen. Das sieht unglaublich gut aus. Yeah, das ist das köstlichste, schönste, herrlichste, was ich je gesehen habe. Sei vorsichtig, Paige. Das könnte nämlich ganz schön kalt sein. Ach, die hat mich nicht gehört. Das ist das beste Eis überhaupt. Na, habt ihr das gehört? Mein Eis war das Beste. Ich habe gewonnen.